Zwischen Weikenried im Westen und Elrich im Osten verläuft die innerdeutsche Grenze. Ein Güterzug ist auf dem Weg nach Elrich. Dieser Schienenweg wird nur noch für Güterzüge geöffnet. Die Sicherungsmaßnahmen bedürfen keines Kommentars. Lange Zeit deutsch-deutsche Realität. Die Sperranlagen werden immer weiter perfektioniert. Bilder, die immer noch nachdenklich stimmen. Das Brandenburger Tor, Wahrzeichen der Stadt Berlin. Abgeriegelt. Dann der 9. November 1989. Tags darauf ist die Mauer am Brandenburger Tor besetzt. Bilder, die um die Welt gingen. Das Bollwerk zwischen Ost und West wird plötzlich durchlässig. Turbulent geht es auch bei der Eisenbahn zu. Wo es möglich ist, werden zusätzliche Verbindungen ins Umland eingerichtet. Zwischen Berlin-Wannsee und Potsdam fahren ab dem 22. Januar 1990 Doppelstockzüge. Die Grenzbahnhöfe sind verwaist. Im Sommer 1990 sind sie nur noch ein Relikt der Trennung. Ohne Halt fahren die Züge jetzt durch. Es dauerte eine Zeit, bis getrennte Gleise zwischen Ost und West wiederverbunden werden konnten. Zu den ersten gehört 1990 die Strecke zwischen Eichenberg im Westen und Ahrenshausen im Osten. 4 Jahre später wird in Leinefelde die Inbetriebnahme der jetzt durchgehend elektrifizierten Strecke zwischen Halle und Kassel gefeiert. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Ende des Kalten Krieges werden auch Strecken nach Polen und Tschechien wieder aufgebaut. Zu den ersten zählt die Verbindung zwischen Ahlbeck und Swinemünde, dem heutigen Świnoujście. Dolny Pustevna an der Grenze zum Erzgebirge. Seit dem 5. Juli 2014 erreichen wieder Züge aus Sebnitz die Station. 69 Jahre lang war die Strecke unterbrochen. Seitdem fährt DB Regio im 2-Stunden-Takt auf der Relation Rumburg-Sebnitz-Bad Schandau-Jetschin.